In meinem Vortrag geht es jetzt nicht nur darum, was wir in dem Aedo Research Lab machen, sondern ich habe den Vortrag ein bisschen breiter aufgespannt und möchte mit Ihnen einfach auch nochmal so auf die Zukunft der Hochschulbildung eingehen und insbesondere auch den Status quo und die Zukunftsperspektiven beleuchten, sodass wir so ein bisschen in das Thema hineinkommen. Und sie dann auch in den Arbeitsgruppen sich dann nochmal vertieft mit dem einen oder anderen Thema beschäftigen können. Letztendlich werden wir natürlich bei dem Projekt im Edo Research Lab herauskommen. Und wie ich aus ihren Angaben bei der Anmeldung ersehen konnte, reicht die Bandbreite des Wissens und der Kompetenzen über KI und KI in der Hochschulbildung von bisher wenig Erfahrung bis hin zur ausgewiesenen Expertise. Das ist natürlich dann auch immer eine Herausforderung für den Referenten. Aber ich habe mir überlegt, dass ich trotzdem auch auf Basics ein bisschen eingehe und das Themenfeld Zukunft der Hochschulbildung, Status quo und Zukunftsperspektiven aus einer bildungswissenschaftlichen, nicht informatischen und auch nicht bildungstechnologischen Perspektive beleuchte. Dass sich unser Leben in den nächsten 10 bis 20 Jahren stärker verändern wird als in den 100 Jahren zuvor, liegt unter anderem an den disruptiven Technologien wie der Blockchain-Technologie, Virtual und Augmented Reality, Quantum Computing und eben der künstlichen Intelligenz. Digitale Disruption ist ein Begriff, der die Dynamik und den Einschlag von Innovationen mit digitalen Technologien beschreibt. Künstliche Intelligenz wird alle Bereiche unseres menschlichen Lebens verändern. Autonome Gegenstände, Roboter oder selbstfahrende Autos sollen uns von routinemäßigen oder auch gefährlichen Tätigkeiten entlasten. Lernende Maschinen werden nicht nur Routinetätigkeiten übernehmen, sondern auch Entscheidungen treffen und Diagnosen stellen, beispielsweise in der Medizin oder im Bankengeschäft. Und nun trifft diese disruptive Technologie auf Hochschulbildung. Wenn wir aber nochmal drauf schauen, was die gegenwärtigen Ziele unseres Hochschulstudiums sind, so können wir mal festhalten, geht es um wissenschaftliches Denken und Arbeiten. Das heißt, die Studierenden sollen befähigt werden, wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden anwenden zu können. Ein anderes Ziel, gegenwärtiges Ziel des Hochschulstudiums, ist die Vorbereitung auf ein berufliches Tätigkeitsfeld. Es geht um Persönlichkeitsbildung durch Wissenschaft und es geht um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und Kompetenzen sind seit dem Bologna-Prozess zur Zielkategorie der Studiengänge und auch der Lehre geworden. Und die Kompetenzorientierung dient der Befähigung der Studierenden, ja, in beruflichen Anforderungssituationen professionell zu handeln. Die Zukunft der Hochschulbildung zu thematisieren, bedeutet Visionen und Zielvorstellungen zu haben und gleichzeitig gegenwärtig Grundlagen dafür zu schaffen, um eben die Umwälzung und Innovationen des disruptiven Treibers künstliche Intelligenz mitprägen zu können. Für die Vorbereitung auf eine mehr oder weniger ferne Zukunft sollte man die Möglichkeiten des gegenwärtigen Lebens optimal nutzen. Wenn wir nun von der Zukunft der Hochschulbildung sprechen, gehen wir davon aus, dass sie anders aussehen wird, anders operieren wird als heute. Aber wie stellen wir uns die Hochschule unter den Bedingungen des Digitalen vor? Wie unterschiedlich wird sie gegenüber der gegenwärtigen sein? Welche Ansprüche, Ziele verbinden wir mit der Zukunft der Hochschulbildung? Und interessanterweise beziehen sich viele Studien und Publikationen auf das Jahr 2030, unter anderem der EduCourse Horizon Report von 2020 oder die Trendanalysen zu einer zukünftigen Hochschullandschaft der AHEAD-Studie von FIPS und des Instituts HIS und Hochschulentwicklung. Alle prognostizieren den Abschied vom klassischen Studium, denn unbestritten treiben die digitalen Technologien, künstliche Intelligenz, die Transformation der Hochschulen voran.
Für einige ist die Zukunft der Hochschule in der Big Data Ära unter anderem davon abhängig, inwieweit eine Verschiebung zu einer Studierendenperspektive gelingt, inwieweit Learning Management Systeme zu On-Demand-Diensten werden, bei denen sich jeder Einzelne in einer datenreichen Umgebung engagieren muss und vor allem, inwieweit sie die Beschäftigung mit inhaltlichem Wissen hin zu einer Entwicklung von Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts verlagern kann. Dementsprechend stellt auch die AHEAD-Studie heraus, dass die Entwicklung der Studierfähigkeit, Unterstützungsmaßnahmen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden, die Unterstützung ihrer Lernbefähigung und ihrer Kompetenz zum selbstregulierten Lernen von großer Bedeutung sind und Digitalisierung Lösungen bietet, die helfen, eine größere Individualisierung und höhere Lernwirksamkeit zu erzielen. Dafür ist im Hochschulsystem aber auch ein Kompetenzaufbau der Lehrenden notwendig, damit Lehrende, die zunehmend auf datenbasierenden Informationen zur Förderung des Lernens verstehen und verwenden können. Welches Wissen und welche Kompetenzen aber brauchen wir in unserer KI-augmentierten Zukunft? Als Antwort gibt es viele Versionen der sogenannten 21st Century Skills oder 21st Century Competencies. Diese werden immer wichtiger und wurden auch vom Stifterverband bzw. Hochschulforum Digitalisierung in den letzten Jahren mit Förderprogrammen gezielt unterstützt. Bekannt sind die 4Cs, Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication. Und diese 4Cs der 21st Century Skills fließen ein in den OECD Learning Compass 2030 und der eben drei Typen von Skills, von Fähigkeiten nennt, nämlich kognitive und metakognitive Fähigkeiten, soziale und emotionale Fähigkeiten sowie praktische und physikalische Fähigkeiten. Und wenn Sie sich diesen Lernkompass angucken, ist das ein sehr komplexes Gefüge, der eben nicht nur Skills enthält, sondern auch transformative Kompetenzen, zu denen die OECD beispielsweise die Schaffung neuer Werte, die Versöhnung von Spannungen und Dilemmata, aber auch die Übernahme von Verantwortung fasst. Also es ist ein sehr komplexes Gefüge, in dessen Mittelpunkt eben die Kompetenzen steht, im Hinblick auf das, was in 2030 an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen zu erzielen sein soll. Und eben auch nicht zu vergessen, Digital und Data Literacy. Die Hochschulbildung 2030 fokussiert also eine individualisierte Hochschuldidaktik und ein Bildungsangebot, das offen für die Bedürfnisse der Gesellschaft und des Arbeitsmarkts ist. Also eine offene Hochschulbildung, so die AHEAD-Autoren, die schon während der Lernphasen Entwicklungen außerhalb der Hochschulen sowie auch außerhalb der formalen Lernsettings beobachtet und auf sie reagiert. Eine besondere Herausforderung liegt darin, eben didaktische Methoden zu fördern und auch zu finden, die dieser Offenheit trotzdem Struktur und auch Steuerbarkeit verleihen, damit der Lernweg sowohl für die Studierenden als auch für Lehrende transparent bleibt. Learning Analytics und andere Methoden der Beobachtung des Lernens können hier Abhilfe schaffen. Daher besteht die nächste Frage in unserem Kontext darum, wie KI Lernen und Studieren verbessern, wie KI Lernen und Studieren verbessern kann. Aber was meinen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Wir bezeichnen uns als intelligent, wenn wir zum Beispiel sehr gut und schnell rechnen können, mathematisch begabt sind, aber auch wenn wir Texte schnell verfassen und uns anschließend auch gut an die Inhalte erinnern können, wenn wir das Wissen, das wir erworben haben, erfolgreich in der Praxis umsetzen können, wenn wir abstrahieren und auch die Fähigkeiten haben, allgemeine Zusammenhänge auf konkrete Sachverhalte anzuwenden. Und wenn wir eben auch fähig sind, erworbenes Wissen und vorhandene Erfahrung auf neue
uns bisher unbekannte Situationen zu übertragen. Eine Maschine jedoch hat keinen Zugang zu kontextualisiertem und subjektivem Wissen. KI-Systeme verstehen sich selbst nicht, können ihre Entscheidungen nicht erklären oder auch rechtfertigen. Sie haben eben kein Selbstbewusstsein. Das ist auch in den nächsten 40 bis 60 Jahren nicht zu erwarten. Computersysteme und Maschinen zeigen künstliche Intelligenz, wenn sie komplexe Daten verhältnismäßig intelligent verarbeiten können. Und intelligent ist ein System zum Beispiel, wenn es die Fähigkeit hat zu lernen. Es lernt, auch wenn es die Regeln eines Spiels nicht kennt. Aber aus der Beobachtung einer Reihe von Spielen darauf schließt, welche Regeln das Spiel ausmachen und welches die besten Strategien sind, um zu gewinnen. Treten dann bislang nicht bekannte Spielsituationen auf und gelingt es der KI, darauf passende Reaktionen zu finden, zeigt sie eine intelligente Lösung. Auch spricht man von einem intelligenten System, wenn es zu Verallgemeinerungen fähig ist. Beispielsweise, wenn es alle möglichen Brettspiele lernt und situationsadäquat die Regeln beherrscht. Und ja, bei KI geht es eben darum, dass kognitive Systeme simulieren können und auch es geht darum, intelligente Systeme zu konstruieren. Es gibt zahlreiche Definitionen von KI und trotzdem bleibt der Begriff relativ unklar, nicht zuletzt, weil Intelligenz selbst einen komplexen Bereich darstellt. Eine erste Definition lautet zum Beispiel, künstliche Intelligenz ist eine Software, mit deren Hilfe ein Computer eine kognitive Tätigkeit ausführt, die normalerweise Menschen erleben. Diese Definition ist aber so breit ausgelegt, dass auch ein Taschenrechner darunter fallen kann, so Katharina Zweig. Eine andere Definition bezeichnet künstliche Intelligenz als die Fähigkeit einer Maschine, kognitive Aufgaben auszuführen, die wir ja mit dem menschlichen Verstand verbinden. Und zu der auch dann eben die Möglichkeiten zur Wahrnehmung, zur Argumentation, zum selbstständigen Lernen und zum eigenständigen Finden von Problemlösungen gehört. Eine andere Definition, auf die Sie immer stoßen werden, lautet, KI befasst sich mit Systemen, die wie Menschen denken, wie Menschen handeln, rational denken und rational handeln. Diese Bestimmung von KI, oder diese, das sind eigentlich im Grunde 8 Bestimmungen von KI, wurden von Russell und Norvig zusammengestellt. Und dieses Buch enthält sowieso eine sehr gute Einführung in künstliche Intelligenz von der Geschichte bis hin zu aktuellen Anwendungen. Da wir aber noch weit von einer starken KI entfernt sind, also von einer KI mit Systemen, die so etwas wie Bewusstsein entwickeln, interessiert uns für die Hochschulbildung die sogenannte schwache KI. Und hier sehen Sie auch nochmal alle Teilgebiete der künstlichen Intelligenz, die Eingang finden kann in ja, Systeme, die für die Hochschulbildung relevant sein können. Wenn wir von einer schwachen KI sprechen, dann meinen wir eben auch Methoden, um intelligentes Verhalten zu simulieren und eine Maschine solche Aufgaben ausführen zu lassen, die mit kognitiven Lösungen verbunden werden. Zum intelligenten Verhalten von Menschen gehören dann Möglichkeiten zur visuellen Wahrnehmung, Fähigkeiten zum logischen Schlussfolgern und eben auch Fähigkeiten zur Simulation selbstständigen Lernens, zum Treffen von Entscheidungen und von Vorhersagen. Aber auch zum Finden von Problemlösungen zur Sprach- und Gesichtserkennung. In ihrer Studie über künstliche Intelligenz in Studium und Lehre haben Ma und Büching 5 Ansätze, Methoden der schwachen KI ausgemacht, mit denen für die Bundesregierung konkrete Anwendungsprobleme gelöst werden können. Das sind zum einen Deduktionssysteme, maschinelles Beweisen. Dazu gehören wissensbasierte Systeme, die man auch
vorher noch als Expertensysteme bezeichnet hat. Es gehört dazu die Musteranalyse, Mustererkennung, wobei dabei eben das maschinelle Lernen relevant ist. Ein anderes Teilgebiet ist die Robotik und ein weiteres ist die intelligente multimodale Mensch-Maschine-Interaktion, wo es eben auch um das Verstehen von Sprache, Bildern, Gestik und anderen Formen menschlicher Interaktion geht. Die Treiber für die aktuellen technologischen Entwicklungen sind derzeit maschinelles Lernen und Deep Learning, ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Das heißt also, es werden nicht nur Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten erkannt. Und so kann das System auch unbekannte Daten beurteilen oder aber auch am Lernen unbekannter Daten scheitern. Deep Learning ist ja ein Teil des maschinellen Lernens und damit werden eben auch ja, werden auch wird das menschliche Gehirn nachgeahmt mit künstlichen neuronalen Netzen. Und Deep Learning kann KI mit Hilfe eines bestimmten Datensatzes zu neuen Erkenntnissen führen und auch bessere Entscheidungen treffen. Da muss auch der Mensch keine Eingriffe mehr leisten. Das kann im Bereich der Bilderkennung, die Identifizierung eines bestimmten Objekts auf verschiedenen Fotos sein. Ein ganz ja, aktuelles Beispiel ist die Face von Facebook. Aber ich kann mir auch Deep Learning oder auch maschinelles Lernen zum Beispiel bei einer Studiengangsempfehlung vorstellen. Der Studierende, der den Bachelor XY mit dem Schwerpunkt YZ gewählt hat, hat auch ein MOOC A und B und ein Master C gewählt. Und so entstehen dann daraus auch personalisierte Studiengangsempfehlungen, wenn man sich ja, für einen neuen Studiengang empfiehlt und auf der Basis vorhergehender Daten dann eben ganz eine personalisierte Empfehlung bekommt. Eine schwache KI kann uns im Kontext von Bildung helfen zu verstehen, wie wir unsere menschlichen kognitiven Fähigkeiten verbessern und weiterentwickeln können und wie unser Lernen eben auch funktioniert. Schaut man sich einmal die Trendstudie von MMB Learning Delphi 1920 an, so zeigt diese deutlich, dass gegenwärtig nach den befragten Experten und Expertinnen Verfahren von KI wie Bild- und Spracherkennung, maschinelles Lernen oder Robotik im Bildungsbereich noch relativ wenig zu sehen sind. Bisher überwiegen Ansätze zur Visualisierung von Lernaktivitäten und Vorhersagen von Studienerfolgen. Damit steht Learning Analytics, die für die Messung von Lernerdaten genutzt werden und bereits in verschiedenen Lernmanagementsystemen integriert sind, ganz oben. Aber auch Adaptive Learning, eine Lerntechnologie, die die Individualisierung des Lernens unterstützt und je nach Bedarf der Lernenden individuelle Lernpfade vorschlägt, bekommt immer größere Bedeutung. Aber auch mehr als die Hälfte der Befragten schätzt, dass in den nächsten 3 Jahren maschinelles Lernen in Tools oder Apps zunehmen wird und mehr als die Hälfte KI-basierte Prüfungssysteme erwartet. Self-Assessments und automatisierte Assessments. Dann kann beispielsweise ein KI-System Prüfungsbewertungen auf der Grundlage einer Startmenge an Bewertungen durch Menschen selbstständig nachvollzogen und die erbrachten Leistungen ausgewertet werden. Auch werden KI-Anwendungen immer mehr in der Lage sein, Antworten auf komplexe Textaufgaben auszuwerten und über unsere Anfragen per Spracheingabe Antworten liefern, wenn uns zum Beispiel Definitionen zu einem Interessensgebiet fehlen. Als eher unwahrscheinlich wird eine Lernunterstützung durch humanoide Roboter gesehen.
Wenn, dann wird KI besonders disruptives, den Status quo stark verändertes, änderndes Potenzial beim Sprachenlernen zugesprochen. Insbesondere ein verbessertes Sprachverstehen durch Chatbots können das Sprachenlernen optimieren. Ich habe hier einmal in Anlehnung an Edutech Singapur auszugsweise KI-Lösungen für die Hochschulbildung aufgeführt. Auch da steht das personalisierte Lernen an erster Stelle und es werden auf der linken Seite Problemsituationen angeführt, für die KI Lösungen bieten kann. Beispielsweise, dass das Studiengangsportfolio bisher standardisiert ist. Unsere Hochschulbildung ist standardisiert. Wir haben Module, die sich vielleicht inhaltlich verändern, didaktisch verändern. Aber im Grunde muss jeder Studierende durch dieses standardisierte Curriculum. Und es wird doch noch wenig auf, oder bis gar nicht, auf individuelle Bedürfnisse, Interessen, Motivation und Fähigkeiten eingegangen. Und da gibt es jetzt eben schon einige Ansätze, Lösungen zur personalisierten Kompetenzentwicklung, die auch sicherlich in einer oder anderen Lerngruppe heute oder Arbeitsgruppe auch noch aufgenommen wird. Und diese KI-Lösungen gehen auch über persönliche virtuelle Tutoren zu Chatbots und weiteren Educational Data Mining Modellen, die mögliche Lösungen, beispielsweise auch bei Dropout-Quoten, eine Hilfe sein können. Und man kann damit rechnen, dass in den kommenden Jahren mit den verschiedensten Ansätzen und Methoden immer mehr automatisierte, intelligente Lösungen zur Unterstützung der Studierenden, der Lehrenden, der Kollaboration von Lehrenden und Studierenden, aber auch der Studierenden untereinander, sowie in der Forschung, Verwaltung und auch Universitätsbibliotheken geben wird. Werfen wir nochmal abschließend einen kurzen Blick auf die Forschung im Edo Research Lab. In dem Projekt erforschen Nils Pinkwart und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom DFKI und wir vom Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik, wie Bildungserfolge nicht nur durch Abschlüsse sichtbar werden, sondern wie Methoden der künstlichen Intelligenz im Studium eingesetzt werden können, um eben die Studierenden bei ihren persönlichen Bildungszielen und nicht nur von außen auf außen gesetzten Zielen unterstützt werden können. Und dass das bisher standardisierte Hochschulstudium mit künstlicher Intelligenz personalisierter wird. In unserer Forschung widmen wir uns drei Szenarien. In einem Szenario geht es um das wissensbasierte System zur Personalisierung des Lernens mit der Entwicklung von Rekommendern, Empfehlungsgebern für individuelle Lernstrategien. In dem zweiten Szenario geht es um das selbstgesteuerte Lernen im Studienverlauf und dabei um die Unterstützung individueller Lernziele und letztendlich auch um die Gestaltung von Ethikleitlinien. Unser Schwerpunkt liegt im Moment auf dem Szenario 1, auf das wissensbasierte System und Rekommender zur Personalisierung des Lernens. Und wir gehen da auch von ganz bestimmten von Ausgangssituationen aus, die jeder Student, jede Studentin, ob an der Präsenzuniversität oder an einer Fernuniversität hat, wenn wenn sie ein neues Modul beginnt oder auch ein neues Semester. Nämlich solche Fragen wie, wie erarbeite ich die Inhalte für ein bestimmtes Modul? Worauf kommt es bei der Beantwortung von Klausurfragen an? Wie finde ich ein Hausarbeitsthema und wie erstelle ich eine Gliederung? Und auch, wie erwerbe ich die Kompetenzen, die ich in dem jeweiligen Modul benötige? Für eine unterstützende digitale Assistenz, also ein Recommender-System, sind Lösungen auf folgende Fragen
zu finden? Wie muss ein wissensbasiertes System aussehen? Wie müssen Recommender gestaltet werden? Wie kann ein automatisiertes Assessment bei Klausurfragen aussehen und individuell unterstützen? Wie kann der Kompetenzrahmen in Moodle mit Aktivitäten so verknüpft werden, dass die digitale Assistenz die Studierenden auf noch fehlende Kompetenzen hinweist? Und was auch ein großes Thema ist, wenn es um die Prüfungsform Hausarbeit geht, wie können immer wieder gestellte Fragen und gegebene Antworten zur Themenfindung und Einstellung von Gliederungen und Erstellung von Gliederungen für Hausarbeiten in der Lernumgebung Moodle automatisiert von einer digitalen Assistenz übernommen werden? Und wie kann auch die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden dann auf eine tiefer gehende inhaltliche Auseinandersetzung gelenkt werden? Derzeit befinden wir uns in der ersten Phase der Entwicklung. Wir haben Ontologien zu unseren Fachinhalten und Studienmaterialien zur Domäne Medienpädagogik und zur Erstellung einer Hausarbeit produziert. Eine Ontologie ist eben eine semantische Repräsentation eines Wissensgebiets und liefert das Wissen von Experten, das die Recommender eben brauchen, um die Studierenden bei ihrem Lernen für eine Prüfung zu unterstützen. Und neben dem Domänenmodell, was Sie hier unten beispielsweise sehen, bedarf es auch eines Lernendenmodells, das der Abschätzung des Wissensstands des Lernenden, deren Eigenschaften, Kompetenzen als Basis für die Personalisierung und auch des individuellen Lernfortschritts dient. Und für die Passung zwischen Domänenmodell und dem Lernenmodell benötigt das wissensbasierte System eben ein Didaktikmodell, in dem didaktisches Wissen in Use Cases formalisiert ist. Und diese drei Modelle, die speisen das wissensbasierte System und dieses zieht dann die relevanten Informationen heraus, strukturiert sie neu und gibt der oder dem Studierenden eben die Unterstützung, die er oder sie braucht. So eben unsere Zielvorstellung. Parallel arbeiten wir auch an einer prototypischen Lösung für ein intelligentes, automatisiertes Assessment, das einfließen soll in eine sogenannte Hausarbeitsassistenz. Und hier sehen Sie noch einmal auch auf der rechten Seite die Lösungen, die wir für ja, die Personalisierung des Lernens vorgesehen haben. Es wird sich dabei um Demonstratoren in einem Testbett handeln und wir möchten aber mit diesen Demonstratoren alle Phasen ja, einer Forschungsarbeit im Laufe eines Semesters begleiten. Das ist ein sehr anspruchsvolles Vorhaben, aber wir werden uns sukzessive die Elemente erarbeiten und dafür auch dann die Daten auswerten, die uns zur Verfügung stellen, beziehungsweise eben auch neue Daten generieren müssen. Das wird auch sicherlich Einfluss auf die Didaktik haben. Komme ich zum Schluss. Wenn wir den EDOKORS Horizon Report, wenn wir dem Horizon Report 2020 glauben wollen, dann werden bereits bis 2027 die meisten Studierenden einen AI-Companion auf ihrem Smartphone haben, der ihnen ihre Unterstützung in allen Phasen des Studiums anbietet, der sie immer wieder zu weiteren Studienerfolgen anregt, ihnen immer wieder Feedback zu ihren Aufgaben gibt, adaptives Mentoring bietet und immer ermutigend, ja sogar empathisch wirkt. Und wenn wir Akteure der Hochschulbildung nicht mehr merken, dass wir von künstlicher Intelligenz umgeben sind, ist die postdigitale Hochschule für uns zur Realität geworden. Das kann allerdings noch ein paar Jahre dauern, vielleicht eben nicht bis zum Jahr 2030, aber bis dahin sollten wir alle lernen, die Bedeutung der KI mit ihren Potenzialen genauso wie mit ihren Herausforderungen
zu erkennen, zu nutzen und weiterzuvermitteln. Akzeptanz, aber auch Aufgeschlossenheit dafür zu schaffen und eben auch KI als innovative Werkzeuge in der Hochschule zu verwenden. Das bedeutet allerdings für uns alle, zukünftig mit einer Datifizierung von Lehre, Studium und Forschung mit Vorhersagbarkeits-, Berechenbarkeits- und Kontrolloperationen, wie es Ritzer formuliert, konfrontiert zu sein. Und wir sollten nicht vergessen, dass Hochschulbildung auch einmal Persönlichkeitsentwicklung bedeutet hat. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.